Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Herrn Klapproth für die, ja, wie soll man das sagen? Es war mehr als Ironie. Ich hatte mich fast nicht mehr getraut, jetzt nach vorne zu kommen. Ich bin nicht auf der Kommandobrücke eines Schiffs, des Schiffs von Herrn Klapproth, sondern mehr im Maschinenraum. Er hat das ja auch schon angedeutet. Aber ich denke, im Maschinenraum, da bereitet man auch Dinge vor, die noch kommen werden. Ich werde Ihnen im Folgenden ebenso Detailsachen ein bisschen zumuten, aber ich hoffe, das ist okay und ich weiß auch, dass Sie natürlich auch sehr beschlagen sind. Zunächst zur Problemanalyse will ich nochmal festhalten, ich glaube, ich habe das von Jahren in anderen Kreisen auch schon deutlich gemacht. Herr Schneck hat das ja auch angedeutet, dass Wettbewerb eigentlich gut ist. Wir haben es auch vom Vorredner gehört. Es ist gut, dass hier in der Schweiz die Base Rate auf der Ebene des Spitals verhandelt wird. Aber was schlecht ist im momentanen System der Fallpauschalen, ist, dass die Tarife nach Vollkosten gerechnet werden. Nun gibt es ja fixe Kosten und variable Kosten. Und wenn man also Vollkosten macht, bedeutet das, dass man mit den Grenzkosten, also mit dem, was der letzte Fall kostet, im Allgemeinen unter dem Betrag ist, den man für diesen Betrag, für diese Behandlung löst. Sodass also das, was mein Vorredner beschrieben hat, nicht, es gibt eine starke Anreize, in die Menge zu gehen durch diese Vollkostentarifierung. Wir sehen das ganz ausgeprägt bei den Hüften- und Kniegelenksersätzen. Wir sehen es aber auch beim Linkskatheteruntersuchungen. Dort ist sehr viel Dynamik und das hat damit zu tun, eben, dass die Tarife nicht Grenzkostentarife sind. Wenn wir jetzt also mehr Wettbewerb organisieren wollen, sollte es eigentlich möglich sein, dass man die Relativgewichte auch verhandelt. Zum Beispiel könnte die Helsana 5000 Hüften bestellen und ein Spital Hirslanden möglicherweise wäre bereit, auf dem Relativgewicht 10% oder 15% Rabatt zu geben. Auf die Weise würde man eben runterkommen. Und im Übrigen, ich werde zum Schluss darauf eingehen, das ist genau das, was eine große Vergütungsreform jetzt in Deutschland anstrebt. Das wird ein Gesetz vorbereitet, das genau das macht, dass nämlich die Base Rate vielleicht um 40% reduziert wird, damit man nicht mehr so stark die Mengenanreize hätte und stattdessen nicht, man gibt genau gleich viel Geld wie vorher rüber, aber das andere Geld, das übrige Geld, das gibt man dann als Pauschalen an die Krankenhäuser. Wir untersuchen im Moment die Hüften. Sie sehen da ein paar Zahlen. Also pro Jahr haben wir ungefähr 14.000 Hüften, die auf beiden Seiten eine Operation vorgenommen wird. Sie sehen dann die Revisionsrate, ungefähr zwischen 2-3%. Der Fälle kommt es zu einer Revision innerhalb von 2 Jahren. Und etwa auch in 2% der Fälle ist eine Wiedereinweisung nach 30 Tagen notwendig. Nun, wenn wir erklären wollen, kommen wir ganz weit, wieso es eben zu einer Revisionsrate kommt. Nämlich, es hat sehr stark mit dem individuellen Patienten zu tun. Zum Beispiel ein übergewichtiger Mensch, da ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass er eben noch einmal das Hüftgelenk ersetzen muss, nach einem oder nach 2 Jahren. Aber es sind auch krankenhausspezifische Faktoren entscheidend, also in welcher Kategorie man ist, ob Universitätsspital, Zentrumsspital und so weiter. Und auch die Volumen spielen eine Rolle. Sie sehen also, wir können etwa 70% der Variation in dieser Revisionsrate können wir entweder durch Patienteneigenschaften oder Eigenschaften des Krankenhauses erklären. Es verbleiben etwa 25-30%. Jetzt gibt es aber, Herr Schneck hat darauf hingewiesen, wir haben eine gute durchschnittliche Qualität, aber es gibt eine starke Variation.
Es gibt also Spitäle, da kommt es zu keiner Revision in einem Jahr, aber es gibt andere, da ist die Revisionsrate dreimal so hoch, wie man erwarten würde. Bei 1 wäre es gerade im Erwartungswert, aber es gibt Krankenhäuser, die sind weit darüber hinaus. Und Sie sehen, das können größere und kleinere sein. Die Größe des Kreises gibt an, das Volumen eines Hauses. Nun könnte man, Sie machen ja Benchmarking bei HSK, wo man auf die Kosten guckt, aber ähnlich kann man jetzt auch ein Benchmarking machen auf der Ebene dieser Qualitätsinformation. Ich muss leider nach hinten gucken, weil ich es da nicht sehe. Also es wäre ganz wichtig, wenn man da ein Benchmarking macht, dass man das risikoadjustiert macht. Also nicht nur auf den Einzelfall, sondern bezogen auf die Gesamtfälle, die ein Haus versorgt. Vielleicht eine 50-50 Aufteilung zwischen individuellen Anreizen und einem Anreiz, der sich auf den Erwartungswert für die Gesamtgruppe der versorgten Hüftgelenkspatienten bezieht. Dafür braucht es Geld. Man hätte einmal Geld, weil der Anreiz wirkt. Wenn wir hier annehmen, dass die Revisionsrate um 0,4 Prozentpunkte sinkt, hätte man ungefähr 800.000 Franken. Nicht so viel, aber immerhin. Die Readmissionsrate, wenn die um 0,5 Prozentpunkte zurückkommt, hätte man nochmal 600.000. Zusammen 1,4 Millionen, damit kann man nicht so viel anfangen im Krankenhausbereich. Deshalb der Vorschlag, wir senken die Base Rate, also wir senken die DRGs in diesem Bereich um 25 Prozentpunkte. Dann haben wir 54 Millionen zur Verfügung, die wir einsetzen können für Pay for Performance. Und Sie sehen da ganz einen konkreten Vorschlag, also bisher zahlen wir im Durchschnitt, es kommen ungefähr 3 DRGs in diesen Bereichen in Frage, zahlen wir 15.666 Franken. Wenn wir ein Problem auftritt, entweder innerhalb von 2 Jahren eine Revision oder innerhalb von 30 Tagen eine Wiedereinweisung, dann reduzieren wir die Zahlung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt die Zahlung um 200 Franken höher, als sie heute im Durchschnitt ist. Also statt 15.666 hätten wir 15.857. Das wäre die Idee. Also wir reduzieren die Vergütung und geben Boni im Fall, dass eben gewisse Dinge nicht auftreten. Das kann man erweitern, dieses Benchmarking, darüber muss man sich verständigen. Sie sehen hier Major, ein medizinischer Maßstab, auf den man sich verständigen könnte, MCID und PAS. Und in dem Fall eben, wenn das nicht erreicht wird, würde man einen Malus geben. Also ich glaube, Sie haben verstanden, die Idee ist einfach, zu senken, wenn Probleme auftreten, treten sie nicht auf, dann kriegt man pro Fall mehr, als das bisher der Fall ist. Ganz interessant, Sie wissen das vielleicht, dass der Kanton Zürich verlangt von den Spitälern auf der Spitalliste, dass im Bereich der Hüftendoprothetik dieser EQ5D eingesetzt wird, also ein Fragebogen, mit dem man die Lebensqualität der Patienten abfragt. Vor der Behandlung und nach der Behandlung. Wir haben die Daten jetzt für 2019 ausgewertet, wir werden noch neue Daten für 2020, 2021 bekommen. Und Sie sehen hier, nicht im Durchschnitt ist der Gewinn 0,32. Also das ist ziemlich viel, weil die EQ5D rangiert zwischen 0 und 1. Also man sieht eine deutliche Verbesserung dieses Scores. Und auf der Verbesserung könnte man jetzt genauso, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit der Revisionsrate und mit der Readmissionsrate, könnte man einen Pay-for-Performance-Vertrag
aufsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, also das ist nochmal Deutschland, ich lasse es bleiben, Sie haben das schon sicher schon mitbekommen. Ich will nachher gleich auf die Schweiz eben zurückkommen. Also in Deutschland setzt jetzt eine Reform durch. Herr Lauterbach möchte die Vergütung, die variable Vergütung, 60% reduzieren. Die Kommission spricht im Moment von 40%. Wo sich dann der Deutsche Bundestag findet, werden wir sehen. Ja, jetzt eben zum Abschluss. Kann das funktionieren? Wir haben ein Wettbewerbssystem bezüglich der DRG. Es gibt Anreize, die Prozesse zu optimieren. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, es ist nicht ein reines prospektives System, weil ja auch prozedurale Aspekte reinkommen. Dann hat es so einen teilweisen Charakter von Einzelleistungsvergütung. Also wenn man viel operiert, kriegt man eben eine höhere Vergütung. Und insofern ist eben das System nicht rein, so wie es der Ökonom gerne hätte. Aber immerhin nicht, wir veranstalten einen Wettbewerb über die Base Rate. Nun könnte man das eben, das ist der Vorschlag, ergänzen, indem man auch Qualitätsaspekte dort in diesen Wettbewerb einschließt. Und man fragt sich nicht, wenn man schon krankenhausspezifisch über die Base Rate redet, dann sollte das im Prinzip auch über die Qualität gehen. Also man möchte einen Anreiz setzen durch entsprechende Verträge, dass die Qualität in der Krankenhausversorgung sich verbessert. Die Frage ist das, geht an die Juristen, ich bin Ökonom, kann man das nach dem Gesetz? Zunächst muss man feststellen, eben, wir verhandeln das Benchmarking, das ist im Gange, wir verhandeln krankenhausspezifisch, also insofern ist Wirtschaftlichkeit nicht absolut Gesetz, sondern darüber wird eben geredet, es wird verhandelt. Und der Artikel 46 lässt ja im Prinzip durchaus auch Qualitätsänderungen zu. Es steht dort, Tarif kann von Qualität bestimmter Leistungen abhängig gemacht werden. Und im Absatz 6 steht zudem, dass das nach WZW-Kriterien erfolgen soll. Also meine Lesart ist so, dass man im Prinzip eben auch Qualität verhandeln könnte. Nun, was wir aber im Gesetz stehen haben im Moment mit 58 und so weiter, ist es so vorgesehen, dass das alles beim Bundesrat anfängt und genehmigt werden muss und dann nach unten gehen muss. Der Ökonom hatte eine völlig konträre Ansicht dazu. Das muss von unten aufwachsen, also bottom-up. Nämlich, dass eben solche Verträge geschlossen werden zwischen einzelnen Krankenhäusern und den Versicherern, eben begleitet durch die HSK. Und dass auf diese Weise eben, dass wir auf diese Weise das System verbessern können, dass wir also nicht nur den Preis im Vordergrund haben und dann davon ausgehen, dass die Prozesse optimiert sind, sondern dass wir künftig den Preis mit der Qualität verbinden. Ja, damit bin ich jetzt schnell durchgekommen und kann ein bisschen früher schließen als meine Vorredner. Vielen Dank. Stefan Felder.